Hallöchen ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Videoanleitung von mir. Heute, wie ihr schon erkennen könnt und wie ihr schon am Titel wahrscheinlich gelesen habt, geht es um das Thema Babysocken stricken. Hier in diesem Video für die Schuhgröße 18-19. Und es reicht vollkommen aus, wenn ihr Sockenwollreste habt. Ich habe aus dem Knäuel, aus dem übrigen Knäuel schon erwachsenen Socken gestrickt. Und es ist noch ein Rest da für Babysocken. Und zwar habe ich die mal abgewogen, damit ihr ungefähr wisst, wie viel Garn ihr benötigt. Also diese Socke wiegt 6 Gramm. Demnach solltet ihr ungefähr 12 Gramm mindestens noch von eurer Sockenwolle übrig haben. Besser wären natürlich 13 oder 14, damit ihr noch ein bisschen Spielraum habt. Und ich verwende hier für diese Socken in meinem Video Flotte Socke Kolibri von Relana. In der Farbe 6213 und dieses Garn in ganz, ganz vielen tollen Farbverläufen und auch sehr viel andere Sockenwolle gibt es in meinem Online-Shop auf meiner Webseite und den Link dazu, den findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Des Weiteren verwende ich ein Crazy Trio Nadelspiel der Stärke 2,0. Wollnadel und Schere sind auch wichtig und um später die Ferse zu stricken, ich stricke das Ganze mit einer runden Ferse, so heißt die Ferse, zeige ich euch alles Stück für Stück in diesem Video, habe ich mir zwei Maschenmarkierer selbst gebastelt aus einem Baumwollgarn in einer anderen Farbe, einfach eine Schlaufe geknotet, um gewisse Bereiche, Maschenbereiche abzutrennen später. Und wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Falls nicht schon längst geschehen, dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und wie immer auch an dieser Stelle der Hinweis, Hashtag Sockensamstag, immer samstags auf Instagram mit der Kombination mit meiner Verlinkung @RomiFischersWorld, das ist mein Profil auf Instagram. Wenn ihr diese beiden Angaben in euren Postings und Stories hinterlegt, wenn ihr samstags Socken, Fotos von euren Socken hochladet, kann ich euch schneller finden und auf diese Art und Weise können wir uns alle zu einer großen Community, sag ich jetzt mal, vernetzen, uns gegenseitig finden. Ich teile eure Fotos und jetzt soll es endlich losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, also im ersten Schritt beginnen wir natürlich mit der Maschenaufnahme. Und ich nehme pro Nadel 20 Maschen auf, also insgesamt für diese Babysocken 20 Maschen. Nadelstärke 2,0. Und wenn ihr die zweite Nadel nehmt und dort die Maschen aufnehmt, solltet ihr auf folgenden Punkt achten. Und zwar, dass die Nadel hier direkt eng anliegt, dass da nicht so ein langer Faden zwischen den beiden Nadeln liegt. Sonst entsteht da natürlich so eine, ja, Gasse wird es manchmal genannt. Das sieht dann etwas unschön aus. Also, richtig schön, dass hier nicht so ein langer Faden zwischen den Nadeln liegt und die Maschen weiter aufnehmen und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt alle Maschen aufgenommen, also auf beiden Nadeln 20, insgesamt 40 Maschen. Ihr könnt natürlich auch mit einem Nadelspiel, mit einem traditionellen Nadelspiel das Ganze stricken. Ich finde es gerade ganz besonders Babysocken mit dem Crazy Trio ohnehin einfacher, aber generell arbeite ich lieber mit dem Crazy Trio. Aber ihr müsst es nicht zwangsläufig euch jetzt anschaffen. Nur das als Materialhinweis und ich habe schon viele Leute sagen hören, wenn sie es erstmal ausprobiert haben mit dem Crazy Trio, kommen sie damit besser klar als mit dem traditionellen Nadelspiel und man hat halt auch nicht so viele Nadeln, um die man sich kümmern muss Stück für Stück. Und ich positioniere die Nadeln. Hier ist der Anfang, wo ich die Maschen aufgenommen habe. Nadel 1, Nadel 2, hier habe ich die letzten Maschen aufgenommen. Und der Arbeitsfaden ist hier, der Anfangsfaden ist hier
Und ich nehme jetzt die dritte Nadel und ich arbeite am liebsten natürlich mit der spitzen Nadelseite, mit der ich stricke. Und wir beginnen mit dem Bündchen. Und der Anfang, gerade bei Babysocken oder auch ja, wenn man mit so dünnen Nadeln arbeitet, ist manchmal ein bisschen prokelig. Also wundert euch nicht, wenn es hier so ein bisschen nach Prokelei aussieht. Das ist ganz am Anfang ganz normal. Und das Bündchen, da stricke ich im Wechsel eine Masche rechts, eine Masche links. Und auch hier müsstet ihr darauf achten, gegebenenfalls, wenn ihr gerade dabei seid, die erste Masche zu stricken, den Arbeitsfaden ein bisschen straffer zu ziehen, nicht ganz straff. Aber auch hier, dass hier kein langer Faden zwischenliegt beim Übergang zur anderen Nadel. Und da so ein bisschen drauf achten. Und immer im Wechsel eine Masche rechts, eine Masche links. Eine Masche rechts, eine Masche links. Das Bündchen stricke ich insgesamt über 8 Runden. Und 8 Runden, also eine Runde bedeutet natürlich beide Nadeln abstricken. Insgesamt 8 Runden lang das Bündchen, immer im Wechsel eine Masche rechts, eine Masche links. Und das mache ich jetzt Stück für Stück weiter. Ihr seht jetzt, wie das geht. Eine Masche rechts. Und dann wieder eine Masche links. Eine Masche rechts und eine Masche links. An dieser Stelle noch ein Hinweis, wenn ihr absolute Strickanfänger seid und jetzt gerade das erste Mal Babysocken oder generell Socken strickt und mit den Maschenarten noch nicht so vertraut seid. Ich habe in meiner Playlist einen Anfängerkurs zum Thema Stricken. Gerade Babysocken laden ja dazu ein, für absolute Strickanfänger loszulegen. Und wenn ihr mit den Maschenarten noch nicht ganz vertraut seid, eine Masche rechts, eine Masche links, habe ich einen Grundkurs und Anfängerkurs mit den einzelnen Maschenarten in meinen Playlists. Da könnt ihr mal nachschauen. Und ich stricke jetzt meine 8 Runden weiter, bis ich die fertig habe, und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Und wenn ihr das Bündchen dann fertig gestrickt habt, sieht das so aus. Sollte es zumindest. Und danach wird der Schaft gestrickt. Und zwar 10 Runden durchgehend ausschließlich rechte Maschen. Einfach nur rechte Maschen stricken. 10 Runden lang. Und das stricke ich jetzt weiter. Wenn ich meine 10 Runden fertig gestrickt habe, dann geht es an die Ferse. Und genau an dieser Stelle schalte ich mich dann wieder zu euch rein und zeige euch dann, wie die Ferse gestrickt wird. So, ich habe jetzt hier meine 10 Runden mit rechten Maschen gestrickt. Und jetzt wird der Beginn der Ferse gestrickt. Und die Ferse wird nur über die erste Nadel hier gestrickt, zumindest die Anfänge. Und jetzt stricke ich erstmal eine Zeit lang nicht in Runden weiter, sondern nur in Reihen und nur die Maschen von der ersten Nadel. Wenn ihr mit einem traditionellen Nadelspiel strickt, müsstet ihr von 2 Nadeln die Maschen auf eine nehmen. Und die Also insgesamt stricke ich für diese Babysocken 10 Reihen, also eine Reihe mit rechten Maschen hin, die erste Reihe, und ich stricke für die Babysocken die runde Ferse. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche. Es gibt die Bumerangferse, die Käppchenferse und so weiter. Und ich stricke hier die runde Ferse, weil die meiner Meinung nach von allen Fersenarten noch die vergleichbar einfachere ist.
Und für Strickanfänger, die auch vielleicht jetzt zum ersten Mal sich an Socken wagen, Babysocken, wie gesagt, laden ja dazu ein. Für viele möchte ich jetzt nicht gleich mit einer komplizierten Ferse auch noch ankommen, wobei Ferse stricken immer nicht so einfach ist. Aber ich muss es ja jetzt nicht unbedingt noch unnötig komplizierter machen. Die Rückreihen, also jetzt hier die Reihe 2, die beginne ich auch mit einer rechten Masche. Alle anderen bis auf die letzte Masche werden mit linken Maschen gestrickt. Und die letzte Masche dann auch wieder als rechte Masche stricken. So, jetzt weiter stricken auf diese Art und Weise, also alle Hinreihen, also nicht nur die erste Reihe, sondern auch 3, 5, 7 und 9 werden mit durchgehend rechten Maschen gestrickt und alle Rückreihen, also 2, 4, 6, 8, 10, werden die erste Masche rechts gestrickt, alle anderen links und die letzte Masche rechts stricken. Und wenn ihr dann auch soweit seid, ich arbeite jetzt entsprechend vor, dann zeige ich euch gleich, wie es mit der Ferse weitergeht. So, wenn ihr dann auch eure 10 Reihen fertig gehäkelt habt, geht es darum, dass wir nun die Ferse in 3 Teile unterteilen müssen. Und zwar den ersten Teil 6 Maschen, den mittleren Teil 8 Maschen und dann nochmal den anderen Teil mit 6 Maschen. 6, 8, 6 Maschen. Und hierfür habe ich mir schon meine Maschenmarkierer zur Seite gelegt. Ich stricke jetzt erst einmal 6 Maschen rechts. 1, 2, 3. 4, 5 und 6. Und dann lege ich den ersten Markierer auf die rechte Nadel. Jetzt stricke ich 7 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich sagte ja, der mittlere Teil besteht aus 8 Maschen. Aber wir müssen ja jetzt für die Ferse Maschen abnehmen. Das heißt, die achte Masche von dem mittleren Teil mit der ersten Masche des äußeren Teils werden rechts zusammengestrickt. Also beide Maschen zusammen rechts abstricken. Und dann den Maschenmarkierer auf die rechte Nadel schieben, den zweiten. Und alle anderen Maschen bis zum Ende rechts abstricken. In den Rückreihen weiterhin ist es so, dass die erste und die letzte Masche rechts gestrickt werden, alle anderen links. Und die Markierer, die werden dann einfach auf die andere Nadel rübergeschoben. Wir stricken jetzt bis zur letzten Masche vor dem zweiten Markierer. Jetzt bin ich hier bei dem ersten Markierer angekommen, den schiebe ich einfach auf die andere Nadel rüber. Und dann stricke ich bis zur letzten Masche vor dem zweiten Markierer. So, jetzt bin ich hier angekommen. Diese Masche schiebe ich auf die rechte Nadel rüber, beziehungsweise ich hebe sie ab. Dann nehme ich den Markierer für eine kurze Weile runter. Nehme die Masche wieder zurück auf die andere Nadel
Und stricke dann zwei Maschen links zusammen, also die letzte vom mittleren Teil der Ferse und die erste Masche vom letzten Teil der Ferse. So, und dann tue ich den Maschenmarkierer wieder drauf und stricke bis zum Reihenende weiter. Und so wird jetzt jede Reihe weiter gestrickt, also die Rückreihen, so wie eben gezeigt. Das heißt also, ich stricke bis hierhin, bis zu dieser letzten Masche, die hebe ich dann oder schiebe ich dann auf die andere Nadel rüber, nehme den Markierer runter, schiebe die dann wieder zurück auf die andere Nadel und stricke dann hier diese beiden Maschen links zusammen, also diese beiden. Danach kommt der Markierer wieder auf die Nadel drauf und dann wird die Reihe zu Ende gestrickt. Genauso verläuft sich das oder beläuft sich das hier auf der Seite. Ich zeige euch das hier nochmal. In der Hinreihe. Wieder mit rechten Maschen. Ich schiebe den Markierer einfach rüber, den ersten. So, jetzt bin ich hier bei der letzten Masche vor dem zweiten Markierer. Die Masche schiebe ich einfach auf die rechte Nadel rüber, nehme den Markierer für eine kurze Weile runter, schiebe die Masche wieder zurück und stricke dann zwei Maschen rechts zusammen. Dann nehme ich den Markierer wieder auf die rechte Nadel und stricke die Reihe zu Ende. Und das mache ich so lange, bis ich alle Maschen auf der rechten und der linken Seite von dieser Nadel komplett weggestrickt habe und nur noch die Maschen aus dem mittleren Teil auf der Nadel übrig sind. So lange muss ich diese Reihen hin und her stricken. Mit den Abnahmen. Und das mache ich jetzt erstmal weiter und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, im nächsten Arbeitsschritt geht es darum, an den Seiten links und rechts wieder Maschen aufzunehmen. Wo wir jetzt hier die ganze Zeit Maschen abgenommen haben, müssen wieder Maschen aufgenommen werden. Und zwar zeige ich euch das Ganze hier mal auf dieser Seite. Wir haben ja auf den Rückreihen immer zu Anfang und zum Ende eine Masche rechts gestrickt, außerhalb der linken Maschen. Und dadurch sind hier, vielleicht könnt ihr das bei euch auch sehen, so kleine Nupsis Stück für Stück entstanden. So kleine Knubbels oder Perlen, wie auch immer man das nennen mag. Und direkt dazwischen werden jetzt die Fäden als Masche aufgenommen. Und zwar wird man von der Innenseite nach außen stechen und dann kann man hier auf diese Art und Weise Maschen aufnehmen. Das ist ein bisschen friemelig, das ist nicht immer ganz einfach, aber es ist machbar. Und ihr solltet auch unbedingt mitzählen, was ich jetzt gerade eben leider nicht gemacht habe, wie viele Maschen ihr jetzt aufnehmt. Aber ich kann das hier ganz gut erkennen, beziehungsweise 2, 4, 6, 8 habe ich ja im Vorfeld schon gehabt und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 Maschen habe ich hier neu aufgenommen. Dann schiebe ich das Ganze hier so weit in die Mitte, dass hier nichts mehr runterrutschen kann. Und dann gehe ich zur zweiten Nadel. Weil dadurch, dass man von innen nach außen stechen muss, ist das hier auf dieser Seite ein bisschen schwierig. Natürlich könnte ich hier, es muss auf jeden Fall mit der zweiten Nadel auf der anderen Seite Maschen aufgenommen werden. Und damit wir besser erkennen können, was die aufgenommenen Maschen hier an dieser Stelle sind, kann man das Ganze hier auf Nadel 2 auf jeden Fall auch mit dem Markierer nochmal gesondert markieren. Also auch hier von der Innenseite nach außen stechen und auf diese Art und Weise Maschen aufnehmen. Und dann wird die erste Runde mit den neu aufgenommenen Maschen gestrickt. Ich habe hier schon mal die ersten 8 mit rechten Maschen angefangen zu stricken. Und diese neu aufgenommenen, die wir hier am Rand aufgenommen haben, die ist es, also bei denen ist es besser, die mit rechts verschränkten oder als rechts verschränkte Maschen zu stricken. Wenn man nicht unbedingt von hinten durch die Masche durchkommt, hier geht es jetzt, aber es gibt halt auch noch so einen Trick, den ich eben zu Anfang angewendet habe. Und zwar, wenn das hier hinten mal ein bisschen zu prokelig ist. Normalerweise werden die rechts verschränkten Maschen ja so von hinten gestrickt. Dann könnt ihr auch hier vorne so durchstechen und dann einmal hier ringsrum. Dann seid ihr auch auf der Rückseite oder auf der hinteren Seite der Nadel. Und in der ersten Runde, die wir mit den neu aufgenommenen Maschen stricken. Da werden genau diese neu aufgenommenen Maschen rechts verschränkt gestrickt, weil es einfacher ist, als die gleich von vornherein rechts abzustricken. Aber in den darauffolgenden Runden, da wird dann wieder jede Masche rechts gestrickt. Also es geht jetzt nur darum, dass man die neu aufgenommenen so erstmal besser überhaupt stricken kann. Und den Maschenmarkierer, den schieben wir auch hier einfach dann rüber auf die andere Nadelseite. Und ich stricke jetzt nochmal diese Nadel ab. Auch hier, wie gesagt, ganz normal rechte Maschen und hier diesen Teil rechts verschränkt. Und dann zeige ich euch gleich, wie es mit den Abnahmerunden, was es da auf sich hat. So, ich habe jetzt die nächste Runde bereits angefangen und bin hier bei den Maschen, die ich ja am Rand neu zugenommen hatte oder aufgenommen hatte. Und bei der zweiten und drittletzten Masche. Die werden jetzt entweder rechts oder rechts verschränkt zusammengestrickt. Ich habe mich hier für die rechts verschränkt Variante entschieden, weil ich das hier ein bisschen einfacher finde, und die letzte Masche ganz normal rechts abstricken. Auf Nadel 1 wird die Abnahme immer hier bei der zweiten und drittletzten Masche gemacht und bei Nadel 2 auch. Und es wird immer abwechselnd dann eine komplette Runde mit rechten Maschen gestrickt. Und dann eine Abnahmerunde, wo zwar auch alles komplett mit rechten Maschen gestrickt wird, aber wie gesagt, auf jeder der beiden Nadeln die zweit- und drittletzte Masche entweder rechts oder rechts verschränkt zusammenstricken. Ich sage gleich noch was dazu, wie oft ihr das machen müsst, weil es werden ja nicht alle Maschen hinten bei der Ferse bzw. von den neu aufgenommenen wieder abgestrickt. Ich arbeite mich noch mal zu diesem Teil der Abnahme hin. Und dieser Markierer dient einfach nur dazu, um hier auf dieser Nadel zu sehen,
welche Maschen hier die neu aufgenommen sind. Theoretisch kann man das bei der anderen Nadel natürlich auch machen im Vorfeld. So, jetzt bin ich hier wieder bei der zweit- und drittletzten Masche auf der Nadel und die stricke ich rechts verschränkt zusammen. So, die letzte Masche auch noch rechts stricken und dann bin ich mit der ersten Abnahmerunde fertig. Jetzt kommt, wie gesagt, eine Runde durchgehend mit rechten Maschen. Und es bleibt ja noch die Frage zu klären, wie oft muss ich so eine Abnahmerunde stricken? Und zwar geht es darum, wir müssen hier insgesamt wieder 20 Maschen auf die Nadel bekommen. Das heißt, wir haben derzeit zu viel, weil die Maschen, die wir hier aufgenommen haben, zählen zu der ersten Nadel noch mit dazu. Das heißt, wir müssen diese Maschen, die hier neu aufgenommen sind, zu diesen Maschen hier auch mit dazu zählen, die hier drauf sind. Die kommen später, sehr viel später, wenn wir entsprechend Abnahmen gemacht haben. Die kommen dann wieder hier auf diese erste Nadel, wenn es soweit ist. Und wir müssen dann erstmal abzählen. Ich habe jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Die zählen mit dazu, also 20. 22, 24, 26, 27, das ist eine ungerade Zahl. Also ich müsste jetzt insgesamt 7 Maschen noch abnehmen. Und dadurch, dass pro Runde immer 2 Maschen abgenommen werden, also eine jeweils auf Nadel 1 und Nadel 2, müsste ich summa summarum 3 Runden noch als Abnahme stricken, beziehungsweise 4, je nachdem, weil das halt jetzt eine ungerade Summe ist. Und es ist ja immer im Wechsel dann eine Runde rechte Maschen durchgehend und eine Abnahmerunde. Das heißt also insgesamt 3 oder maximal 4 Runden mit Abnahmen. Und genau das werde ich jetzt auf die gleiche Art und Weise stricken, wie ich es euch eben gezeigt habe. Und dann geht es hier an dieser Stelle auch weiter, was es mit diesen Maschen auf sich hat, wie die dann wieder auf diese Nadel hierher kommen. Aber jetzt stricke ich erstmal und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt alle benötigten Maschen abgenommen, alle Abnahmerunden fertig gestrickt und bin jetzt hier bei Nadel 2. An der Stelle, wo die Markierung ist, und ich sagte ja bereits, ich zeige euch dann, wie es hier an dieser Stelle weitergeht. Das sind jetzt hier natürlich die 20 Maschen von Nadel 2 hinter der Markierung, die Maschen, die gehören auf die andere Nadel. Das heißt also, ich stricke hier erst einmal nicht weiter, nehme die Maschen, die jetzt noch auf der dritten Nadel sind, den Markierer können wir eigentlich auch schon abmachen und schiebe sie mit der Arbeitsnadel auf die Nadel 1 rüber. Masche für Masche und dann sind beide Nadeln wieder mit der gleichen Anzahl an Maschen, nämlich 20 Stück, 20 Maschen pro Nadel. Und dann können wir ganz normal in Runden weiter stricken. Und zwar 16 Runden an der Zahl ganz normal rechte Maschen stricken. Das arbeite ich jetzt erstmal vor und dann geht es an die Fußspitze. Oh, jetzt habe ich hier so ein kleines Löchlein. So etwas kann passieren, so etwas kann leider mal entstehen. Ist mir bei der ersten Socke zum Glück nicht passiert, aber wie gesagt, es kann mal passieren. Wenn die Socke fertig gestrickt ist, wird es auf der Innenseite einfach mit 1 bis 2 Stichen zugenäht. Wie gesagt, es kann mal passieren. Sollte eigentlich nicht, aber auch mir passieren manchmal solche Sachen. Also wundert euch nicht, dass sowas mal passieren kann. 16 Runden glatt rechts stricken mit rechten Maschen und wenn ich dann mit diesen 16 Runden fertig bin, schalte ich mich wieder zu euch rein
Und dann zeige ich euch, wie es mit der Bandspitze weitergeht, mit der Fußspitze. So, ich bin jetzt hier an diesem Punkt angelangt, wo ich meine 16 Runden glatt rechts gestrickt habe. Und jetzt steuere ich direkt auf die Fußspitze zu, auf die Bandspitze. Also ich stricke die Socke hier mit einer Bandspitze. Und für diese Babysocken ist es so, dass... Ich zeige es euch erstmal. Ich erkläre es euch jetzt, ich zeige es euch, ohne groß drum rum zu quatschen. Die Abnahmerunde wie folgt. Die erste Masche wird rechts gestrickt. Die zweite und dritte Masche rechts zusammenstricken. Na? Jetzt will es gerade nicht so, wie ich will. Also zweite und dritte rechts zusammenstricken. Und dann bis zu den drei letzten Maschen auf der Nadel alle Maschen komplett rechts stricken. Die letzten, also die zweit- und drittletzte Masche rechts verschränkt zusammenstricken und die letzte Masche rechts. Das gleiche wiederholen wir natürlich auch wieder auf Nadel 2. Die erste Masche rechts. Masche 2 und 3 werden rechts zusammengestrickt. Dann alle Maschen rechts, bis auf die drei letzten Maschen. Die vorletzte und drittletzte Masche rechts verschränkt zusammenstricken. Die letzte Masche rechts. Jetzt kommt eine Runde durchgehend mit rechten Maschen ohne, ohne Abnahmen. Und diese beiden Runden, also eine Abnahmerunde und eine Runde rechte Maschen, werden jetzt zweimal wiederholt. Und danach fünf Runden durchgehend mit den Abnahmen, ohne eine Runde mit rechten Maschen dazwischen. Also nochmal, jetzt folgt eine Runde rechte Maschen und diese beiden Runden zusammen nacheinander zweimal wiederholen und danach fünfmal hintereinander nur Abnahmerunden auf die gleiche Art und Weise, wie ich es euch eben gezeigt habe. Und das arbeite ich jetzt auch wieder entsprechend vor und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt alle Abnahmen gestrickt und habe jetzt pro Nadel nur noch 4 Maschen auf der Nadel. Den Faden habe ich bereits abgeschnitten, denn jetzt geht es darum, alle 8 verbliebenen Maschen zeitgleich abzunehmen. Und das mache ich wie folgt. Ich gehe zu Nadel 1 mit der Wollnadel, wo ich den Faden bereits eingefädelt habe, und nehme auf die Wollnadel alle verbliebenen Maschen von der Nadel 1, von der Stricknadel 1. Und ziehe die rüber, beziehungsweise ziehe den Faden durch. Das gleiche mache ich jetzt noch mit Nadel 2. Und vorsichtig den Faden durchziehen und jetzt einfach vorsichtig weiter an dem Faden ziehen, bis die Öffnung sich hier schließt. Und dann fädel ich den Faden noch ein paar Mal durch diese letzten verbliebenen Maschen hindurch.
Und dann mache ich hier nochmal einen Doppelknoten. Und fädel nochmal durch die letzten Maschen der letzten Runde hindurch. Und dann kann ich den Faden abschneiden. Jetzt geht es noch darum, den Anfangsfaden zu vernähen. Das Loch nähe ich gleich auf der Innenseite nochmal zu. Hier mache ich auch nochmal zunächst einen Doppelknoten, damit der Anfangsfaden sich nicht mehr so ohne weiteres lösen kann und das Fadenende bzw. den Fadenanfang vernähe ich auf der Innenseite, indem ich hier eine innenliegende Rippe nehme und da mehrmals durchsteche. Durch die einzelnen Maschen der Rippe. Dann steche ich einmal von oben nach unten durch. Und dann noch wieder zurück. Und auch dann kann der Faden abgeschnitten werden. Und die Socke ist fertig, sobald ich hier, wie gesagt, noch das kleine Löchlein auf der Innenseite zugenäht habe. Und schon habe ich ein paar Babysocken fertig gestrickt und ich hoffe, ich konnte euch das gut genug erklären, dass ihr gut mitkommen konntet und euch inspiriert fühlt, das Ganze nachzuarbeiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, beim nächsten Anleitungsvideo. Ich wünsche euch ganz viel kreative Strickzeit, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, eure Romy, tschüss!